Hallo und willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf meinem Kanal mit mir, den Herocrafter aka Max, aka Reaction Herocrafter, aka mit dem Reaction Justin, aka Reaction Lauriger Bube, aka auf alte Zeiten Pizza Justin 6800. Hi, ich bin Pizza Justin 6800. Leute, reagieren wir auf mein allererstes Video, also was heißt ein allererstes, es gab schon andere, ja. Ab da ging aber meine richtige YouTube-Karriere los. Also genau heute, am 5.4. kam dieses Video raus, Minecraft Chaos, vor 3 Jahren. Ich mache ab heute, ab wo ihr das Video seht, 3 Jahre YouTube, Leute. Es ist krass. Ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken und deswegen geben wir uns jetzt einfach mal das Video, wie ich mich verbessert habe von der ganzen Quali, von den ganzen Dingen her, vom Schnitt bis zu den jetzt. So, versteht ihr, wie ich das mal? Ihr seht jetzt ein altes Video und dann könnt ihr eben noch vergleichen mit anderen Videos. Ist ja egal. Mein Content hat sich natürlich verändert, ist ja logisch. Ich bin jetzt nicht nur Minecraft-YouTuber, ich bin ja auch Fortnite plus Reaction. Ich mache eigentlich alles, was mit Minecraft, Fortnite und Rocket League. Die 3 Games sind es eigentlich. Und halt Reactions. So. Auf diese 4 Dinge habe ich mich spezialisiert. Und wir geben uns aber jetzt erstmal das allererste Video, wo es angefangen hat mit meiner YouTube-Karriere, wo ich konstant durchgezogen habe, Leute. Also ich drücke auf bereit und wir sind, let's go. Ich kann gar nicht bereit drücken, oder? Hä? Ich bin den Chaos Hero 44 mit der lieben Julia. Kleiner Reminder. Warte mal, ich kann euch auf Stopp drücken. Justin? Ich kann auf Pause. Warte. Okay, Justin muss auf Pause drücken. Kleiner Reminder, Julia ist eine damalige Freundin von mir und Justin gewesen. Durch sie habe ich Justin überhaupt erst kennengelernt. Müssen wir mal so anmerken, damit ihr weiß, wer überhaupt Julia ist und ihr überhaupt ein bisschen Plan habt, dass ihr denkt, hä, wer ist denn Julia? Ich kenne keine Julia. Ich kenne sie auch nicht. Und warum dieses Spaß beiseite, also wenn Julia das sehen sollte, was ich denke, nicht mal denke, aber wenn doch, liebe Grüße und ich wünsche nur das Beste und es hat damals sehr viel Spaß gemacht. Und ohne dich wären wahrscheinlich die Wege von mir und Justin nie gekreuzt worden. Also, aber wir beide pflegen zu ihr eigentlich keinen Kontakt mehr, denke ich. Also ich kann nur von mir reden. Teilweise. Teilweise. Also manchmal hin und. Aber sonst relativ keinen Kontakt. Keinen festen Kontakt mehr. Okay, Leute. Und dann wollen wir mal weitermachen. By the way, nicht wundern, warte. Justin! By the way, muss Justin auf drücken, weil ich kann nicht drücken. Und warum das Video so gecoastet aussieht, ihr seht ja gerade, wie das Gras ist, ein bisschen so gecoastet. Ich habe es damals, das weiß ich bis heute noch, ich habe das Video kurz vorm Pfiff um 16 Uhr aufgenommen. Kurz vorm Pfiff. Also es war wirklich, wirklich knapp an 16 Uhr und ich war ja immer perfekt mit 16 Uhr, wollte ich immer bla bla bla. Für die, die mich länger kennen, wissen, dass ich 16 Uhr eigentlich mache. Und das Ding ist, ich habe vergessen, anstatt Dings rauszunehmen, habe ich es drinnen gelassen. Deswegen sieht das ein bisschen so verschwommen aus, wenn man springt oder so. Aber ich denke mal, stört euch jetzt nicht. Mich stört es auch nicht. Let's go. Minecraft Chaos. Wer spielt hier alles mit? Also die. Okay, warte, ich mach. Also ich spiele mit, dann spielt die liebe Julia mit, dann spielt der liebe Paul mit, der liebe Pro Pros, die Luna, Pokestar, dann The Ghost Georgi. Okay, machen wir Stopp. Dann ab morgen noch Ziggy. Lol, wir sind schon bei 1 Minute 58, Justin. Ich bin aus den Runden, ich bin nach vorne gerutscht. Achso, mach mal zurück. Ich versuche gerade die Dings zu finden. Ich wollte nur sagen, Leute, dass ich tatsächlich mit keinem von denen heutzutage noch zu tun habe, außer mit The Ghost Gary, Justin und tatsächlich diese Luna, die hier erwähnt wurde, habe ich teilweise noch Kontakt, die hat sich über die Jahre öfters noch bei mir gemeldet, aber sonst eigentlich pflege ich mit keinem von denen noch Kontakt, ich wünsche denen aber auch nichts Schlechtes, als wenn die sehen, wie gesagt, ich wünsche euch nur das Beste und es hat damals schon Spaß gemacht. Kannst bereit machen. Okay, warte, ich mach. Also ich spiele mit, dann spielt die liebe Julia mit, dann spielt der liebe Paul mit, der liebe Pro Pros, die Luna, Pokestar, dann The Ghost Georgi, dann ab morgen noch Ziggy und vielleicht noch Link und noch vielleicht noch jemand anderes, Tobi, wir werden sehen. Auf jeden Fall. Justin, du kannst auch was dazu sagen, wenn du was zu sagen hast, ne? Also mir gefällt es jetzt schon sehr krass. Ich hatte es eigentlich gelivestreamt, aber ich musste den Livestream leider abbrechen wegen
gewissen Hintergründen. Gewissen Hintergründen, ich habe einfach Scheiß Internet. Namen kommen, die erste Folge, die kommt dann morgen am, welchen haben wir heute? Den dritten, ne? Ab morgen den vierten, ja. Fünften, ja. Und dann die erste Folge von Minecraft Chaos Online. Minecraft Chaos wird bestimmt zweimal oder dreimal pro Woche kommen. Ich werde sehen, wie es bei jemand, bei den Leuten ankommt, also bei euch Leuten. Und wenn es euch gefällt, dann wird es dreimal pro Woche kommen. Wenn nicht, wie halt unsicher ich da noch geredet habe. Ja. Auf jeden Fall. So, ich habe noch nicht gefragt. Julia, wie geht's dir? Alles gut? Das frage ich heute noch, wie es jemandem geht. Ja, und das ist immer noch zu spät. Ja. Wie gefällt dir bis jetzt das Projekt? Mir macht es jetzt schon sehr viel Spaß. Macht dir jetzt schon sehr viel Spaß? Direkt. Ja. Das freut mich doch zu hören. Das war bei jedem so. By the way. Also kennst du, aber wie hieß denn das Spiel? Justin? Oh, ja. Ja. By the way, hast du jetzt nach hinten gespult auszusehen? Nee, das ist, ich mag diese Einstellung hier am Discord überhaupt nicht, bin ich ehrlich. Die sollen das umändern. Egal, Leute, wir machen das, ist egal. By the way, ich war damals noch sehr, sehr unsicher und konnte kaum reden. Und das war damals echt extrem schlimm für mich, weil ich damals immer versucht habe, frei zu sprechen. Kann ich heutzutage immer noch nicht. Sehr, sehr, sehr schlecht. Und ich weiß noch, wie ich da saß und mir dachte, scheiße, wann ist die Aufnahme zu Ende? Ich habe mich richtig unwohl, ich habe nicht unwohl, sondern unsicher gefühlt, ob das gut ankommen könnte, ob ich zu viel rede, ob ich zu wenig rede. Keine Ahnung, das war richtig kompliziert gewesen für mich. Heute rede ich einfach frei raus, wie ich möchte, und ist mir egal, was die Leute sich darüber denken. Ja. Was ist gut? Justin, will was dazu sagen? Es war sehr spaßig in den Anfangsaufnahmen. Ja. Da waren alle noch so unschuldig. Das ist true. Heute reden wir frei Schnauze. Heute reden wir frei. Heute gibt's ins Gesicht. Heute ist es mir jetzt nicht egal, wie ich rede, Leute. Ich rede so, wie ich bin. Früher habe ich mich versucht zu verstellen, weil ich da selber noch nicht wusste, wer ich bin. Kann ich aber ein eigenes Video mal drüber machen, um das mal ein bisschen hintergrundmäßig zu erklären. Aber jetzt, Leute, wir haben uns noch 17 Minuten freies Reden zu gönnen. Du kannst, Justin. Du musstest. Ich muss? Hä? Warum bist du? Hä? Justin, ich habe das nicht vorgespult. So, während ich überlege, so jetzt. Werde ich... Also, Leute. Und wie gefällt dir bis jetzt das Projekt? Mir macht es jetzt schon sehr viel... Chaos-Lags. Macht dir jetzt schon sehr viel Spaß? Ja. Die Chaos-Lags. Das freut mich doch zu hören. Auf jeden Fall, also kennst du... Aber wie hieß denn das Spiel? Oh, da habe ich letztens noch mit jemandem mich drüber unterhalten, ne? Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. So, während ich überlege, so werde ich dann auf jeden Fall noch einblenden. Ich habe den ersten kleinen Teil vom Stream noch privat online. Wenn ihr wollt, schneide ich den gleich noch vorne dran mit. Wenn ihr wollt, ne, musst du reinziehen. Also jetzt. Ups, da. Mit der Smirky Spell. Mit den. Ey, du hast es wirklich eingeblendet. Pros YouTube und den lieben Smilex YouTube. Wer sind die alle? Also, okay. Smirky ist erstmal weg. Ich kann das Spiel wieder. Wieder weg, weil du bist. Auf jeden Fall. Ich hab wirklich eingebindet. Das Spiel hieß. Ich weiß. Oh, es war auch vom Hypixel, es wurde von Hypixel gemacht. Wie hieß das denn? Hightail. Ich weiß gerade den Namen nicht, ne? Wird das. Ist das genauso wie Minecraft? Bloß, dass du da viel mehr Möglichkeiten hast mit Zaubern. So, halt, du kennst doch bestimmt. Kam bis heute nicht. Warcraft. 3 Jahre später. Nee. Julia? Kennst du nicht? Nein, aber du lagst. Ja. Da haben wir noch drüber geredet, wie das lagst. Ja, auf jeden Fall. Das ist sowas wie ein Narb. Ich denke mal, Leute, ich darf schon wissen, was ich damit meine. Auf jeden Fall ist das sowas wie ein Narb. Nach einer Aufnahme wurde so abgemacht, dass wenn Max lagt, dass man es nicht mal sagen darf. Das ist true. Weil sonst in der Aufnahme einfach zu komisch rüberkommt. Das stimmt. Kannst so viele, hast du, glaube ich, 10 oder 50? Ich will jetzt keine Fake News verbreiten.
ich glaube, 10 oder 15 verschiedene Skins oder Dinger, die du machen kannst, Avatare. Aber es ist genau wie Minecraft, du kannst bauen, alles sowas. Das, oh Gott. Wenn das rauskommt, wird auf jeden Fall gesuchtet, würde ich meinen, oder Julia? Wirst du mitspielen? Das Julia? Auch kostenlos, glaube ich. Ja klar, die hat richtig unsicher, die war auch richtig unsicher. Auf jeden Fall würde ich mich da krass drüber freuen, so, also, wenn es endlich bald kommt. Achso, nicht, dass ihr euch wundert, die Monster sind noch aus, weil... Endlich bald, 3 Jahre später, und das Spiel ist immer noch nicht draußen. Das ist seit 2017 bzw. 2018 angekündigt. Was viele Leute nicht wissen zu Thema Julia, sie ist sonst eine Person, die flüssig redet. Flüssig und durchgehend und die unterbricht die Leute immer sehr doll. Das sieht man in diesem Video gar nicht. Nein, gar nicht. Die ist richtig unsicher hier gewesen. Wie ich. Ich habe ja eigentlich auch versucht, richtig flüssig zu reden, aber ich habe immer meine Aussetzer gehabt. Die habe ich ja heute noch, Leute, aber ich meine, ich kann heutzutage viel flüssiger durchreden als früher. Früher hätte ich da bestimmt, keine Ahnung, lass mich lügen, für einen Satz 2 Minuten, übertreib nicht, aber bestimmt 20 Sekunden gebraucht. Weil ich so unsicher war. Für Anfangsstart für die Leute und so. Ab morgen, also bei euch, dann ist die Folge erst morgen online. Die Folge, die dann am Mittwoch kommt, sind da Monster an. Wir werden waren sie sehen, auch, wie die Leute damit klarkommen hier. Ich sammle jetzt. Wie bitte? Ich werde oft sterben, bis es. Meinst du? Ja. Ach, wo? Kriegen wir schon hin. Was man auch anmerken muss, ich hatte einen ganz anderen Sprachgebrauch als heute. Ja. Ich meine, ich habe da, glaube ich, so, also die Aussätze habe ich ja immer noch heute. Die stören mich aber nicht. Ich meine, wem es stört, habe ich schon mal gesagt, muss meine Videos nicht geben. Ist mir auch relativ egal. Und, aber ich hatte einen ganz anderen Sprachgebrauch. Ich habe da ganz anders gelacht. Ich habe auch viel Fake-Lachen. Jetzt nicht, dass ich jetzt alle meine Videos Fake-Lachen hatte oder so, aber viel gemacht, damit es viel lustiger rüberkommt, damit es den Leuten gefällt. Ich habe mehr auf die Leute geguckt, anstatt auf mich selber. So, versteht ihr, wie ich das meine? Das war ein ganz komisches Thema. Ja, keine Ahnung. Heute mache ich ja, was ich will. Heute, Leute wollen Minecraft sehen, ich zeige Fortnite, wenn ich Lust habe. Wenn ich Minecraft Lust habe, dann zeige ich Minecraft. Ich habe zum Beispiel auch wieder richtig Bock auf ein Minecraft-Projekt. Das Problem ist dahinter, finde aktive Leute. So. Und ich möchte auch keine Leute nehmen, die ich vorher nicht einmal kennengelernt habe oder privat nicht kenne. Das möchte ich nicht. Das geht für mich einfach No-Go, weil ich vertraue nur engsten Leuten. Und ich meine, ich hatte schon mal ein Projekt gehabt, beispielsweise Minecraft Chaos, auch wenn die Leute jetzt hier so und so reden über die und das wird ihnen nichts Schlechtes wünschen, wünsche ich mir auch gar nicht. Aber es gab auch welche, die Scheiße gemacht haben, wo man bis heute nicht weiß, wer es war. Man hatte nur Vermutungen. Ich meine, Realm-Code weitergeschickt, die Häuser gegrieft, Sachen geklaut, das möchte ich nicht. Ich meine, ich hatte die letzten Projekte, Minecraft Freunde, Pogo Detect, nie das Problem, dass irgendjemand den Code weitergeschickt hat, nie Problem, dass irgendjemand was geklaut hat oder geklaut wurde oder kaputt gemacht wurde. Kaputt gemacht wurde sowieso was, aber aus einem bestimmten Grund, wenn man sich was abgesprochen hat oder wenn es ein Prank war, weil das war innerhalb des Projekts erlaubt. Aber sonst war es nicht erlaubt, wenn es im Projekt Regeln stand. Versteht ihr, wie ich das meine? Und das war damals der Fehler, da habe ich auch viel aus der Community mitmachen lassen. Was auch nicht schlimm ist, ich meine, ich würde immer noch im Community-Projekt machen, aber das war ein Fehler damals und deswegen traue ich mich bei sowas eigentlich gar nicht mehr, Leute aus der Community oder sonst wie unbekannte Leute zu nehmen, weil da dieses Vertrauen nicht ist und deswegen, aber irgendwann kommt nochmal ein Projekt und es wird dann auch aktiv gestreamt und durchgeschallert. Wir sind Skywars-Profis. Die Skywars-Profis? Wir sind Skywars-Profis, wir kriegen das hin. Wir sind Skywars-Profis. Ja, wie oft denn noch? Wiederhol das, es wird langsam peinlich. Ich habe vorhin Skywars-Profi. So, macht ihr gerade so? Versuch's in Lava zu schwimmen. Das ist painable. Das ist. So, was macht ihr gerade so? Tot. Jetzt weiß ich. Geantwortet mit Lava. Also Leute, ich bin auch schon einmal gestorben. Und das war nicht cool. So, seht ihr, wie aktiv das war, Leute? Ich merke schon, die anderen fühlen das genauso wie ich. Die Lava ist der größte Feind, Alter.
Seht ihr? Komplett 10 Sekunden nicht geredet. Komplett so, Stille. Das wäre heute zu gefunden worden. Leute, wir skippen das Video mal durch, sonst müssen wir wirklich 17 Minuten reden, dass es 17 Minuten nichts Spannendes bringen. Ja, baut dich da einfach nach rum. Oder nimm die Karte und find zu mir. Ich hab keinen. Und das eigentlich schon auf und so? Geht das schon oder geht das nur bei Lapis? Das geht nur bei Lapis. Okay, da weiß ich auch Bescheid. Der Minecraft-Profi. Mhm. Du Spezialist. Da war ein Cut drinne. Ich weiß. Warum war da ein Cut drinne? Hier war noch keine. Woher kam der Cut? Hast du dich da irgendwie... Hab ich da genießt? Oh mein Gott, Julia, wir haben hier einen Spawner, ne? Irgendwas war da, Leute. Vielleicht jemand reingekommen oder so. Könnte auch sein. Nimm den. Na, wie soll ich den nehmen? Ich werde Fackeln drum machen, das ist jetzt nicht spawnt. Auf jeden Fall werde ich mir die Koordinaten mal merken. Habe ich mir nie gemerkt, ich bin nie wieder hingegangen. Stimmt. Also, Supreme. Ja, super, ich kann nicht. Mein Gott. Ja, ich kann nicht schlafen gehen. Ah, ein Minenschacht. Hier ist also dein. Hier ist der Mineneingang. Ich habe hier einen eigenen Mineneingang. Hier war aber jemand schon. Mir fällt mir gerade auf, ich hatte mit den anderen nie Kontakt gehabt. Ja. Obwohl. Was soll beim Projekt mit dem? Minen, ich habe ein Projekt mitgemacht, aber ich hatte mit keinem von denen Kontakt. Painable! Außer mit, Julia. Dings. Also, außer mit Julia und Link, aber ansonsten mit anderen hatte ich gar keinen Kontakt. Hm. Ah, hier ist Eisen. Das doch, mit Probo hatte ich kurzzeitig. Ich weiß bis heute nicht, wer das alles war. Gut, chill, alles gut. Boah, ganz, ganz kurz geredet, wenn ich. Ist krank, oder? Wie viele Lapis es gibt. Ich müsste mein Discord mal wieder ein bisschen aktiver machen. Damit man auch mal Leute quatschen kann, zwecks diesem Projekt, die ich ja gerade angequatscht habe, wegen einem Minecraft-Projekt. Wäre eigentlich auch mal eine gute Sache, müsste ich mich mal dran setzen, das zu machen. Und ja, dann könntet ihr euch da bewerben. Aber da kommt mal ein eigenes Video dazu, wenn ich soweit bin. Es ist krank, wie viele Lapis es gibt. Es ist... diese Themen! Krank, wie viele Lapis es in der Welt gibt. Ey, nein! Frage nicht ganz verstanden, lags. Die Julia versteht es ja, wieder nicht, es lags. Das ist, weil ich gerade bei vielen Leuten in der Nähe bin. Auf jeden Fall. Ich meine, Lapis ist richtig viel gerade momentan. Ich glaube, die haben das sogar geändert, dass das häufiger ist. Richtig gute Themen. Interessant für Minecraft-Zuschauer. Kann. Wenn ich ehrlich bin, Leute. Es fühlt sich tatsächlich an, als wäre es erst kurz, dass ich das kurz, weiß ich nicht, vor 2 Wochen aufgenommen habe, weil ich grob weiß, was ich da gesagt habe. Es ist ganz creepy. Ganz, ganz creepy. Obwohl es 3 Jahre her ist. Creepy. Ich kann mich noch ganz gut an Minecraft-Dings erinnern, an Minecraft-Freunde 1. Minecraft-Freunde war auch so ein Ding, ja, das ist auch schon über ein Jahr bald her. Oder 2 Jahre, ich weiß es tatsächlich nicht, glaube. Ein Jahr? Dieses Jahr. Dieses Jahr aber 2 Jahre. Dieses Jahr 2 Jahre, ja. Krass. Minecraft-Freunde 2 ist noch offen, Leute. Ja, ich erinnere mich. Oh mein Gott, oh, Leute. Ich erinnere mich, glaube ich. Oh, das war mein Video, Gott, wo ich mich erinnere. Fast so schick. Nee. Da gehen wir nicht lang. Wenn wir mal oben drüber gehen, vielleicht ist der. Der geht da trotzdem dann nochmal lang, ey. Ich gehe da nicht lang, ich gehe da oben lang. Oh, Troller. Ich wäre fast in den Lavasee reingeflogen. Leute, ich baue mich ja gerade hier lang so. Auf richtig süß. Auf richtig süß gehen wir nochmal bis zum Ende, Leute. Hier. Und starten jetzt nochmal das Ende und dann quatschen wir nochmal drüber, Leute. Let's go. Ah, okay. Da hat der Paul wohl keine Lust mehr. Alter.
So, oh Leute. Okay, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr auch Bock auf das Projekt habt, ich hab's, die liebe Julia auch und die lieben die anderen Leute hier auch. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, die am Mittwoch kommt, um 16 Uhr. Nicht vergessen, zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und ciao, Leute. Krass. Also so ein engen Ding gehabt. So, Leute. Ich habe sogar dieselbe Anmoderation und dieselbe Abmoderation bis heute noch. Bloß, dass ich immer sage, lasst ein Like da, abonniert, wenn es nicht schon aktiviert, die Glocke, dass ihr kein weiteres Video verpasst. Schaut mal, wie schon da ist, verlinkt in den Sinne. Haut rein, bis dann und ciao, Leute. Habe ich genauso wie heute. Plus mit ein paar Ergänzungen. Und dieses Hallo, das ist auch noch bis heute. Das habe ich, hab ich sogar mal geklaut. Das hat Justin mal geklaut, ey. Da war noch Fanboy. Ein großer Fanboy. Leute, es ist krass. Wir haben jetzt nicht das ganze Video gegeben, aber da müsste ich wirklich durchgehend reden. Wir würden niemals unter 30 Minuten kommen, wenn wir das Video komplett geben, weil ich habe so viel zu ergänzen und so viel zu erzählen. Aber ich sag mal so, ihr dürftet jetzt mit mir zusammen nochmal einen Rückblick haben über 3 Jahre Hero Crafter. Ich wollte mich einfach mal so fett bei euch bedanken. Es ist so krass, was wir in 3 Jahren geschafft haben. Wir sind über 1000 Abonnenten und ich hoffe einfach, dass wir noch weiterkommen und wir noch größer werden, Leute. Das ist nicht, mir ist das egal, selbst ich kann in den nächsten 5 Jahre auf 1000 Abonnenten bleiben. Das ist mir sowas von egal. Es geht einfach nur, ich habe treue Zuschauer. Zwar nicht die aktivsten, aber sie kommen immer wieder. Und ich meine, ich bin so stolz auf euch. Ich bin euch auch so viel zu verdanken. Ohne euch hätte ich so viele Leute nicht kennengelernt. Ohne euch hätte ich wahrscheinlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen heutzutage. Und würde gar nicht an diesen YouTube-Ding glauben. Viele wissen, ich hatte schon meinen YouTube-Kanal, das war Jahre davor, 2015, das ist 8 Jahre her jetzt, da war ich noch jünger gewesen. Und ich habe wirklich, ich habe immer gesagt, ich werde aktiv, dann habe ich aufgehört. 2020 gab es Höhen und Tiefen für mich. Es gab Zeiten, wo ich sagte, ich möchte YouTube nicht mehr machen. Es gab auch 2021 Zeiten, wo ich sagte, ich möchte mit YouTube komplett aufhören, weil es mir den letzten Nerv und die Freude geraubt hat, weil, keine Ahnung, einfach so. Aber trotzdem habe ich dran festgehalten und ich meine, bis heute, 2023, 3 Jahre später, bin ich immer noch aktiv dabei und ich mache jeden Tag Videos, wie gesagt, außer Wochenende. Streams, naja, bin ich eher Nachsicht, weil ich bin extrem, extrem faul, was Streams angeht. Videos nicht so eher, aber was Livestreams angeht, ist das Problem. Da versuche ich mich auch noch zu bessern, dass ich wirklich wieder auch mal aktiver streame und so, vielleicht 2 Streams mal in der Woche bringe. Auch mit einem festen Streaming-Plan, das als Beispiel mal, keine Ahnung, nur 3 Videos kommen und dafür 2 Streams wie früher. Oder vielleicht doch 5 Videos und 2 Streams. Was weiß ich denn, Leute? Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen zu streamen. Weil bei Videos kann ich sagen, komm, pass auf, nach 5 Minuten, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr. Ich mache kurz eine Pause und dann nehme nochmal auf. Bei Streams kann ich nie nach 5 Minuten sagen, ich höre jetzt auf, ich habe also keine schon. Aber das kommt halt kacke für euch und das möchte ich euch auch halt nicht bieten. Aber ich werde versuchen, mich selber darin auch nochmal zu bessern, auch die Videos professioneller zu machen. Und ich hoffe, ihr bleibt einfach auf dem Weg. Hero Crafter, früher Chaos Hero 44. Und ich hoffe, ihr bleibt auch noch die nächsten Jahre, weil ich glaube, die nächsten Jahre werden noch dick. Ich meine, ich habe dieses Jahr noch viel geplant, was Projekte angeht. Und ich danke auch Justin, dass er seit 3 Jahren aktiv dabei ist. Und auch alle anderen, die jetzt damals mitgemacht haben und wie heute, ob es Freund und Freundin ist, bis zu Julia, zu Jenny, zu Sophie, zu Fuchsfan, zu allen, die eigentlich mitmachen. Und mein besonderer Dank geht eigentlich an euch, Team Hero, und halt an Justin, der seit Tag 1 dabei ist. Und das ist einfach krass und ich hoffe, ihr seid einfach noch die nächsten Jahre dabei. Wie gesagt, ich wiederhole mich, weil ich ein bisschen emotional werde. Mir kommen auch gerade ein paar Tränen, wenn ich ehrlich bin. Und Abschlussworte will ich einfach nur sagen, ich danke euch und hoffe, dass wir noch die nächsten Jahre zusammen verbringen. Und wenn Justin noch was gerne dazu ergänzen möchte, werde ich ihm jetzt auch ausreden lassen. Und ja, dann Leute, wünsche ich auf jeden Fall, werde ich dann nochmal die Abschlussworte machen und Justin wird jetzt auch nochmal, denke ich mal, was sagen, wenn er möchte. Und ja. Ich habe etwas herausgefunden. Ja. Oh mein Gott, das war laut. Was? Was hast du herausgefunden? Was ich gerade herausgefunden habe. Ja.
Ich will hier raus. So, meine letzten Worte sind, ich bedanke mich bei jedem, der gesagt hat, dass Justin stinkt, weil ich kann heute hoch bestätigen, dass Justin heute frisch geduscht hat. Das ist nach 3 Jahren passiert. Justin stinkt nicht mehr. Jetzt riecht er gut. Justin riecht gut. Leute, das waren Justins Abschlussworte, denke ich. Ich bin da. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt, aktiviert die Glocke, dass ihr kein weiteres Video verpasst. Schaut in die Bio schreiben, da ist alles verlinkt. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut drin, bis dann und ciao. Leute!